Aber ich denke, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben gut miteinander gespielt und ja, im Endeffekt haben wir einen Sieg geholt. Das hat man gesehen, dass Spaß gemacht hat. Jetzt bei deinem Tor. Wie viel gehen auf dich und wie viel gehen auf Marc-André Ter Stegen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe hochgeguckt und dann habe ich den Ball schon im Tor gesehen, aber der war halt relativ ein bisschen mittig. Keine Ahnung, muss ich später nochmal anschauen. Ich denke, ja, war ein bisschen unglücklich für Marc. Was eigentlich noch viel interessanter war so und was wahrscheinlich auch Julian Nagelsmann ein bisschen mehr noch gefreut hat, war so eine Aktion kurz danach. Da hast du nämlich nach hinten gearbeitet und hast Ousmane Dembélé den Ball nochmal abgeluchst. Das ist so ein bisschen der neue Leroy Sané, oder? Also hat er dir das eingeimpft? Weil, also ich meine, das ist schon auffällig, dass du ja viel mehr auch nach hinten machst. Also neu weiß ich nicht. Ich habe das schon mehrmals gesagt. Es wurde von all den Trainern, die ich auch schon vorher hatte, auch verlangt. Deswegen, ob es neu ist. Aber vielleicht fällt es uns jetzt einfach mehr auf. Ja, das ist dann von eurer Seite so. Aber nein, ist alles gut. Ich freue mich, läuft alles gut. Die Mannschaft spielt gut. Und ich hoffe, es geht weiter so. Und gegen wen geht es jetzt im Achtelfinale? Hast du einen Wunsch? Nee, Wunsch nicht. Ich meine, im Endeffekt, wir schauen, was kommt. Aber bis dahin ist es noch eine Weile. Wir müssen uns erstmal für die restliche Hinrunde uns konzentrieren, die restlichen Spiele. Und,